Wir sind hier bei den Haien und wir schauen dem Hai spezifisch mal ins Maul rein. Der Hai hat nämlich ein ganz spezielles Gebiss, ein sogenanntes Revolvergebiss. Seine Zähne die sind nicht wirklich tief verwurzelt, das heisst, er verliert sie relativ schnell. Das ist aber kein Problem, weil hinter jedem Zahn hat es noch eine ganze Reihe von anderen Zähnen, die eigentlich nur darauf warten, nach vorne zu kommen. Das heisst, wenn der vorderste rausgeht, dann wird einfach der nächste Zahn nach vorne geschoben und daher hat der Name Revolvergebiss, weil es eigentlich so wie Zähne wie ein Revolver nachgeladen werden. So kann es sein, dass im Leben eines Hai der bis zu 10'000 von Zähnen verliert, ohne dass es irgendein Problem könnte sein für ihn. Spannend ist auch, dass bei fossilen Arten, das heisst Arten, die ausgestorben sind, dass man denen vor allem Zähne noch findet heutzutage. Und so ist das auch beim grössten Hai, das es je gegeben hat, beim Megalodon. Bei dem ist es auch so, dass man vor allem noch die grossen Zähne heutzutage findet.